So, das lassen wir auch da, weil wir es sowieso nicht verändern können. Verwerten wir das mal. Verwerten. 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 So, sieht doch gleich alles ein bisschen ordentlicher aus. So. Schließlich wollen wir es hier später schön haben. Wir haben tatsächlich relativ viel übersehen, wie ich gerade merke. Keramiktoilette. So, machen wir erstmal hier das ganze Zeug aus der Wohnung raus, wenn ich brauchen. Können wir später über Kisten und sonstige Sachen hin tun. So, mal sehen. Kühlschrank, den ganzen Mist holen wir erstmal alles raus. Alles, was wir nicht brauchen, alles, was uns jetzt gut Material für den Anfang geben kann, verwerten wir mal. Sieht schon mal ein bisschen ordentlicher aus. So. Wieso ich diese Wohnung wähle, das liegt daran, dass ich die einfach am besten finde. Einfach von der Größe her, also von der Größe her und ja, die sieht auch am ordentlichsten noch aus, also vergleichsweise zu den anderen Wohnungen. Die Lampe können wir hier eigentlich stehen lassen. So. Jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen aufgeräumt. Das ganze Haus können wir eigentlich wegräumen. Braucht man sowieso nicht mehr. So. Kriegen wir dadurch ein bisschen Stahl zusammen, wenigstens. Auch die Bäume. Andere Möglichkeiten, um an Holz zu kommen, haben wir ja kaum. Sieht doch alles schon mal ein bisschen ordentlicher aus. So, das Haus da hinten können wir auch noch verwerten. Das ganze Holz hier am Boden. So. Gut, lassen wir erstmal so. Wenn ich jetzt hier alles verwerten würde, was wir nicht brauchen, würden wir ein paar Stunden damit verbringen. Ich will jetzt erstmal schauen, ob wir nicht irgendwas verbessern können. Ach komm, das gibt's doch nicht. Dass es jetzt immer noch keine Veränderungen gibt. Auch hier nicht. Ja, Leder haben wir nicht gefunden, also wird auch bei der Kleidung eigentlich kein Unterschied entstanden sein. Ja. Was ich jetzt erstmal mache, ist die Kochstation herholen, die wir da hinten gesehen haben. Und diese Laborstation. Wisst ihr was, dann verwerten wir doch noch ein paar Sachen. Na, wird gerne wieder auf meine Sicht. Ja. Zurückkommen. So, verwerten. Verwerten, verwerten, verwerten. Ja, ja, hier gibt es eine Menge zu verwerten. Gut, den Rest müssen wir wohl so lassen, wie er ist. Vielleicht sollten wir uns ein Bett bauen und erstmal die Nacht pennen. Oh, ein Medex. Nehmen wir gleich mit. So, mitnehmen. Oh. Obwohl nicht alles gelootet, was hier war. Jetzt haben wir noch ein Kleid gefunden. So. Ich denke, das war's. Ah, noch ein Hutständer.
So. Hier die Laborstation. Die nehmen wir mal mit. Wir nehmen ja schließlich, was wir kriegen können. Ich wollte die jetzt eigentlich hier daneben stellen. Kriegen wir da wohl nicht hin. Stelle ich die halt ins Haus. Weiß gar nicht, wie rum die stehen muss, wenn ich ehrlich bin. Offenbar muss sie so herumstehen. Packen wir die mal hier hin. Dann holen wir noch die Kochstation. Ja, soweit. Noch eine Schaufel. So. Können wir eigentlich schon was kochen? Gebackene Blähfliege, machen wir mal. Gegrillte Red-Kakerlake können wir auch schon herstellen. Okay, das war's. Ja, das war's. Magazin wäre ganz gut. Was brauchen wir denn dafür? Kleber. Ja, wir finden irgendwie sehr wenig Kleber hier. Nukleares Material. Oh, dafür brauchen wir auf jeden Fall noch eine Menge. Und auch noch einen neuen Rang. So. Machen wir erstmal ein Bett, würde ich sagen. Hauen wir hier rein. Finden wir das denn nochmal? Möbel war das genau. Betten können wir einfach so ein Standardbett nehmen. Muss jetzt nichts Besonderes sein. So. Nein. So. Gut, pennen wir jetzt erst einmal. Wir haben jetzt 9 Uhr abends. Das heißt, wir pennen mal bis. Ja. Bis 7. Jetzt ist es wieder schön hell. Tja. Dann würde ich fast sagen, dass wir ein bisschen weiter. Ich wollte die Lampe fertig anmachen. Dass wir eventuell ein bisschen weiterziehen. Mental. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir mal los. Wie viel haben wir denn dabei? 44. Ja. Ziehen wir mal auf ein Abenteuer. Oder so ähnlich. In ein Abenteuer. Splittergranaten, nett. Obwohl, dann würde ich ganz kurz eventuell hier Waffen. Genau, der Schlagstock, das passt. Ausrüsten. Favorisieren. Nee, wir favorisieren die mal nicht. Kleidung. Hilfsmittel. Da können wir nochmal was favorisieren. Nämlich Right Away. Würde ich dann gleich da drunter packen. So. Gut, das passt.
Okay. Gammler Outfit. Vielleicht schon Mischlingshund, Kreuzschlüssel. Macht 18 Schaden. Und wir machen mit dem Schlagstock 16 Schaden. Würde ich lieber den hier ausrüsten. Ja, die Kleidung vergessen. Gammler Outfit macht 5 Schutz und 7 Energieschutz aus. Dafür haben wir dadurch keinerlei radioaktiven Schutz. Ich würde sagen, wir ziehen das aber trotzdem erstmal an. Einfach weil es uns 7 Schutz gewährt. Und damit sieht die Mütze dann nicht mehr so ganz lächerlich aus. Also immer noch lächerlich, aber es gibt Schlimmeres. Ja. Ziehen wir mal weiter. Lag hier nicht immer. Ach, hier genau was. So. Red Rocket Tankstelle. Begrüße den Hund. Ja, das machen wir auch gleich. Ich will mich nur ein wenig umschauen. Okay, hier haben wir noch eine Kochstation, eine Vase. Kamera, Bügeleisen, Brustkorb und Becken. Leere Milchflasche. Oh, ein Coca-Cola, schön. Gehen wir mal rein. Vorkriegsgeld. Was haben wir unten? Telefon. Sah nicht so wirklich wie ein Telefon aus, aber okay. Wenn die sagen, dass es ein Telefon ist, dann glaube ich denen mal. Blechdose. Klebeband wäre super. Ein Terminal. Geschäftliche Einträge. Neue Ausrüstung initialisieren. Musste mich etwas mit der Zentrale anlegen, aber wir haben endlich alle Werkzeuge, um selbst unsere Teile herzustellen. Wenn sie das nächste Mal den Gurtverschluss ändern, müssen wir also nicht wieder die teuren Korviger-Teile bestellen. Wir nehmen einfach einen von denen, die wir haben, und passen den an. Rosafarbene Restaurierung. Die Witwe Rosa aus Sanctuary Hills restauriert zusammen mit ihrem Sohn einen alten Korviger. Keine Ahnung, hübsch. Der Junge scheint etwas verzogen, aber das ist wohl auch der Grund dafür, dass sie dieses Projekt mit ihm durchzieht. Wie dem auch sei, sie hat das bisher verdammt gut hinbekommen. Ich war echt überrascht, wie viel sie und der Junge alleine geschafft haben. Sie ist nur zu mir gekommen, weil der Motor doch etwas zu kompliziert für sie war. Ich bin sicher, wir können ihr helfen. Sichere Verwahrung? Jim, kümmere dich um diese Fässer, bevor du heute Abend Schluss machst. Die Prüfer kommen direkt morgen früh. Versteckt sie einfach mit den anderen. Wir überlegen uns etwas. Wir überlegen uns später eine langfristige Lösung. Hey, wenn uns die Natur mit einer Höhle direkt unter dem Laden beschenkt, mit einer Höhle direkt unter dem Laden beschenkt, wie kann ich da nein sagen? Eine Höhle unter dem Laden? Serviceaufzeichnung für Oktober. Freitag, 1. Oktober. Bremsen voneinander. Warte mal, die Höhle, die kenne ich aber wirklich nicht. Das lesen wir später mal durch. Das interessiert mich gerade wirklich. Eine Höhle unter dem Laden. Wir looten nochmal schnell fertig. Waffenwerkbank, okay. Nett, nett alles. Ja, eine Höhle unter dem Laden. Was ist denn der Eingang dafür? Okay.
War nicht so schwer zu finden. Ich loote nur schnell alles. Mal schauen, was uns erwartet. Maulwurfsratte. Wow. Ich krieg hier noch einen Herzinfarkt. Mr. Benson, im Namen des Regionalbüros Boston möchte ich Ihnen und Ihrem Team für die Aufzeichnung Mülljäger 2076 gratulieren, die dem Geschäft mit der höchsten jährlichen Abfallvermeidung verliehen wird. Rücksichtnahme auf die Umwelt ist ein wichtiger Bestandteil unseres Firmenimages. Wir begrüßen Ihre innovativen Ansätze in dieser Hinsicht. Mit freundlichen Grüßen, Gerd Phillips, Vizepräsident der... okay. Fusionskern? Oh, geil. So. Es wird ziemlich heiß hier. Ich schieße da mal lieber nicht rein. Obwohl es mich schon interessieren würde, was passiert. Ah. Interessant. Ich hatte jetzt schon Angst, dass die ganze Höhle in die Luft fliegt und wir jetzt darauf gehen werden, aber offenbar, ja, war nicht alles betroffen. Oh, ein Coca-Cola. Und ganz viel Bier. Brille mit schwarzem Gestell. Was bringt die? Charisma 1. Ja, dann ziehen wir die doch mal an. Ich wette, wir sehen jetzt richtig komisch aus. Ja. So wie es ja so wie es sein soll. Gut, gehen wir mal weiter. Meine Güte. Eine Sekunde. Einfach nur rumlaufen und durchsuchen. Nee, ist nicht. Gleich kommt wieder so ein Vieh. Okay. Einsteiger-Safe, Gott sei Dank. Ne, ich wollte es nicht trinken, ich wollte es nicht trinken. Gut, dass es nicht getan hat. Trinkst du Wasser, stellt das Gesundheit wieder her. Nicht gereinigtes Wasser versucht allerdings auch Strahlungsschaden. Ich wollte die leuchtenden Pilze einsammeln, wenn ich ehrlich bin. Und den Bären. Creepy. Ja, öffnen wir den Safe und hauen von hier ab.